Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Unboxing. Heute dreht sich alles um den wunderschönen Anime Bloom Into You und ich zeige euch jetzt mal, was sich in dem Digipack so verbirgt. Man sieht auch schon, Anime To You ist auch definitiv Fan von Bloom Into You und der Anime erscheint zum Manga Hit von Carlsen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber bei Anime Planet kann man mittlerweile auch Manga kaufen. Und das heißt, ihr könnt euch da zum Beispiel die Volume 1 und auch schon Volume 2 von Bloom Into You vorbestellen oder bestellen und dazu dann auch direkt den Manga. Das ist natürlich ziemlich praktisch, wenn ihr noch gar nicht wisst, worum es in Bloom Into You eigentlich geht. Ja, wir haben hier mal was anderes ausprobiert und zwar eine Steck-O-Card. Die lege ich mal weg und dann kommt nämlich das wunderschöne Digipack schon zum Vorschein. Hier seht ihr die beiden Hauptcharaktere, Yu und Toko. Und ja, dann packen wir das doch einfach mal direkt aus. Ui, jetzt möchte ich euch als erstes auch nochmal hier. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. Dieses Bild von den beiden Hauptcharakteren nochmal zeigen. Bei Bloom Into You dreht sich es um die erste Liebe. Ja, erste Liebe, vielleicht könnt ihr euch bestimmt noch an eure erste Liebe erinnern, wie das für euch so war. Damals, als man dann vielleicht in der Schule oder ein bisschen später jemanden gefunden hat, den man einfach sehr gern hat. Und ja, die beiden Hauptcharaktere haben mit Liebe noch so gar nichts am Hut, bis auf das, was man so aus Manga kennt. Und daher ist es eine sehr stilisierte, romantische Auffassung von Liebe, hat aber leider nicht so viel mit der Realität zu tun. Ja, und dann kommen sich die beiden Mädels aber näher und stellen fest, oh, sie mögen sich aber eigentlich doch. Was ist Liebe überhaupt? Und wie fühlt sich sowas an? Und ihr seht, wir haben in unserem Produkt, dadurch, dass es so schöne Artworks von Bloom Into You gibt, haben wir hier zwei Artcards, dann noch einen Flyer von Carlsen Manga. Wir haben ein wunderschönes Poster und ja, da schlägt das Fanherz höher. Das ist auch noch ein kleiner Disc-Guide mit dabei. Ich klappe ihn direkt schnell wieder zu, bevor ihr da noch auf die Idee kommt, dass ich euch spoiler. Das möchte ich nämlich nicht, weil bei Bloom Into You muss man sich einfach drauf einlassen, auf die erste Liebe, auf die beiden Hauptcharakterinnen, die zusammenfinden. Und was halt super schön ist, es ist einer... ja, eigentlich unser erster, definitiv, unser erster Shoujo-Ai-Anime, den wir rausgebracht haben. Und wir sind natürlich sehr glücklich darüber und freuen uns, dass das geklappt hat mit Bloom Into You. Und jetzt sind wir auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zum Anime? Das Produkt, wie gesagt, ist wunderschön. Es gibt insgesamt 3 Volumes, die jetzt nach und nach erscheinen. Und wie ihr ja schon mitbekommen habt, wir entsprechend von euch das Feedback kriegen, dann dürfen wir zu Volume 3 sogar noch einen Sammelschuber machen und wenn der kommt, dann wird der richtig, richtig schön. Daher, gebt Bloom Into You eine Chance, es lohnt sich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder oder hören uns.